Nun wollen wir uns mit dem Gesamtablauf einmal etwas näher beschäftigen. Also was passiert, wenn ich lagerbestandsgeführte und kundenauftragsgesteuerte Artikel in einen Auftrag beispielsweise einsetze? Was passiert im Hintergrund mit den lagerbestandsgeführten und kundenauftragsgesteuerten Artikeln? Gucken wir uns hier nochmal etwas genauer an. Wir haben hier zwei Artikel. Einen, den haben wir als lagerbestandsgeführt gekennzeichnet und einen weiteren, den haben wir als kundenauftragsgesteuert gekennzeichnet. Das können wir uns auch hier nochmal angucken. Wir nehmen mal die Bewirtschaftungsart hinzu, den Lagerbestand und den Mindestbestand. Dann haben wir hier einen guten Überblick. Da ist die Lagerbestandsführung, da ist die Kundenauftragssteuerung. Man sieht bei dem kundenauftragsgesteuerten Artikel keine Bestände, da liegt also nichts, weil durchlaufender Posten. Wir liefern ihn weiter, wenn der Lieferant an uns liefert. Und hier bei dem lagerbestandsgeführten Artikel haben wir aktuell einen Lagerbestand von 36. Was passiert, wenn ich die jetzt beispielsweise in einen Auftrag einsetze? Zunächst mal ganz normal Auftrag erfassen für einen bestimmten Kunden und als nächstes die einzelnen Artikel einsetzen. Und hier kommt jetzt schon das erste, was wissenswert ist. Ich habe den Artikel hier markiert und ich sehe jetzt hier oben am Rand, aktuell haben wir 136 Stück auf Lager, keine weiteren reserviert und keine sind aktuell in Bestellung vorhanden. Setzen wir ihn jetzt ein, gehen wir hier auf die 50, holen uns noch den Flyer hinzu. Da ist er schon. Da sieht man jetzt der Flyer 0 auf Lager, aber 1 reserviert. Und das ist eben das, was wir hier eben aktuell gerade reingesetzt haben. Wenn wir das jetzt mal auf 5 erhöhen, dann sieht man für die nächste Position sind jetzt eben 5 reserviert. Bestellt sind aktuell 10, das heißt, da gibt es offensichtlich schon Bestellungen. Stört uns natürlich jetzt hier an der Stelle nicht weiter. Wir setzen nochmal einen Liefertermin einfach auf den 30. jeweils. Auch hier auf den 30. schließen das Ganze und legen den Auftrag jetzt mal hin. Jetzt gehen wir mal in den Bereich der Bestellvorschläge. Und hier gibt es jetzt nur einen Bestellvorschlag. Der lagerbestandsgeführte Artikel liegt ja auf Lager. Mindestbestand war 10, 136 waren noch da. Das heißt, die Menge wird auf keinen Fall angekratzt an der Stelle. Da passiert nichts. Aber der kundenauftragsgesteuerte Artikel, der wird jetzt sofort vorgeschlagen, damit ich ihn beim Lieferanten eben kundenbezogen bestellen kann. Und hier steht dann auch dran, wann der spätestens bestellt werden müsste, damit er rechtzeitig zum geplanten Liefertermin da ist. Das können wir uns auch hier nochmal angucken. Wir gehen nochmal in den Artikel rein, gehen in den Bereich Lager und da haben wir hier diese Wiederbeschaffungsdauer 14 Tage. Wir hatten in der Position einen Positionsliefertermin von 30 Tagen auf den 30.10. gesetzt, so rum, 14 Tage abgezogen. Das heißt, spätestens muss ich ihn am 16.10. bestellen, damit er laut dieser Wiederbeschaffungsdauer auch rechtzeitig dann da ist. Wir können hier direkt jetzt in die Bestellung reingehen. Wir können in der Einkaufsseite aber auch noch die Preisanfrage vorschalten und eben dann ja erst den Preis oder ja, den Preis beim Lieferanten oder bei verschiedenen Lieferanten anfragen und dann später eben das Ganze in eine Bestellung dann entsprechend umwandeln. Man kann hier dann auch eben noch sehen, welche Lieferanten stecken dahinter. Aktuell ist hier Flyer Palace als Standardlieferant hinterlegt. Hätte ich mehrere Lieferanten im Hintergrund, dann könnte ich jetzt eben auch einen anderen Lieferanten für diesen Artikel bestimmen, für diese Position, damit ich die dann bei dem entsprechenden Lieferanten bestelle. Um noch eine weitere Funktion zu zeigen, springe ich jetzt mal in eine Datenbank, wo mehr Bestellvorschläge drin stecken. Das haben wir hier an der Stelle. Und sobald ich hier versuche, eine Bestellung oder eine Preisanfrage zu erzeugen, prüft Orgamax jedes Mal, ob es noch weitere Bestellvorschläge für genau diesen Lieferanten gibt. Die sind hier gefunden worden und dann kann ich jetzt eben selber bestimmen, was soll hier bitte alles in diese Preisanfrage, in diese Bestellung mit reinfließen. Das kann ich zum Beispiel anhand der Auftragsnummern dann markieren, dass ich sage, diese gehören alle zu einem Auftrag, die möchte ich gerne zusammenfassen dann in eine Bestellung. Und ich kann auch weiter zusammenfassen, gleiche Artikel in eine Position zusammenfassen, heißt, wenn ich jetzt gleiche Artikel aus zum Beispiel verschiedenen Aufträgen hier drin habe, die denselben Artikel betreffen, kann ich die alle in eine Position schreiben. Orgamax addiert mir dann die Gesamtzahl in dieser Position auf. Wenn ich allerdings die kundenbezogene,
Variante wählen möchte. Das heißt, dass ich in der Bestellung auch sehe, zu welchem Auftrag gehört diese Bestellung. Dann darf ich das nicht zusammenfassen, denn dann geht diese kundenbezogene Information verloren. Was ich damit genau meine, zeige ich jetzt nochmal direkt. Ich springe zurück zu unserem Bestellvorschlag, den wir gerade hatten. Wir erzeugen jetzt hier mal eine Bestellung, öffnen die Bestellung und dann haben wir hier unsere Position, die wir jetzt eben bestellen wollen. Je nachdem, ob hier eine Losgröße bei dem Artikel vorliegt, würde auch jetzt noch die Info kommen, dass eventuell die Anzahl, die ich jetzt versuche zu bestellen, nicht zur Losgröße passt. Nehmen wir an, das Flyer-Paket gibt es jeweils nur in abgepackten 10 Stück und ich versuche 50 Stück zu bestellen, dann würde Orgamax sagen, du, das passt nicht zur Losgröße, soll ich dir die Anzahl jetzt hochsetzen auf die nächstgrößere Losgröße. Das heißt, ich kann immer zum nächsten vollen Schwung sozusagen wechseln. Bei 5 wären es dann 10, bei 15 würde Orgamax auf 20 erhöhen. So, und die kundenbezogene Information, die ich gerade sagte, die in die Bestellung weiterfließen kann, ist hier zu sehen in der Kommissionsnummer. Da steht jetzt die Auftragsnummer drin, unter der diese Bestellung sozusagen über den Bestellvorschlag ausgelöst worden ist. Und dementsprechend kann ich das jetzt auch rückverfolgen. Wenn die Bestellung beispielsweise geliefert wird, kann ich reinschauen und sehen, aha, das gehört zu diesem Auftrag, das kann ich dann entsprechend gleich kommissionieren. Wenn die Spalte Kommissionsnummer hier nicht mit drin steht, ist sie im Bereich Spalten definieren vorhanden, dann ziehe ich sie mir einfach hier in die Übersicht mit rein und habe dann diese Information sofort da. Und was hier eben auch mitkommt mit dieser Verknüpfung zum Auftrag, ist eben auch die Verknüpfung zum Kunden. Es gibt eine Vorlage, die heißt Bestellung mit Kundenlieferadresse, die ist über die Online-Vorlagen abrufbar und die schaut eben jetzt, man sieht das hier, über diese Auftragsverknüpfung in den Auftrag rein und sucht sich dort die hinterlegte Lieferadresse raus, also die, die für den Lieferschein eingestellt worden ist. Entweder ist das die ganz normale Standardlieferadresse aus den Kundenstammdaten oder wenn ich im Auftrag was anderes eingestellt habe, eine andere Adresse gewählt habe, die für diesen Auftrag gelten soll, dann wird die hier entsprechend angezeigt. Und das könnte ich jetzt dem Lieferanten so zusenden, damit er dann eben direkt an diesen Kunden senden kann. Dann habe ich damit auch erstmal nichts weiter zu tun. Ja, geben wir die Bestellung mal raus, setzen das Ganze auf ausgedruckt und jetzt schauen wir mal auf unsere Lieferliste hier im Einkauf. Die Lieferliste ist ja eine Liste, die aus noch nicht gelieferten Auftragspositionen generiert wird, wo entweder kundenauftragsgesteuerte oder lagerbestandsgeführte Artikel dahinter stecken. Und jetzt sieht man hier, ist die Lieferliste hier aufgeführt. Das sind natürlich jetzt nur zwei Positionen, weil ich hier nur diesen einen Auftrag jetzt drin habe. Ich kann mir das aber hier zum Beispiel über den Gruppierungsbereich mal nach Termin gruppieren lassen. Das heißt, ich sehe in Kalenderwoche 44 müsste ich zwei Positionen liefern. Und man sieht auch, vorhanden hier 136, da 0. Benötigt brauche ich ja aber 50 und 5 Stück hier für die zweite Position. Und deswegen wird hier zum Beispiel ausgegeben, die Lieferfähigkeit des Artikels hier in der ersten Position ist lieferbar. Das könnte ich auch jetzt gleich losschicken. Lieferfähigkeit Auftrag ist aber eben nur teilweise lieferbar. Hier ist es noch übersichtlich, weil es nur ein Auftrag ist. Wenn ich jetzt viele Aufträge habe, dann wird das Ganze natürlich in der Auftragsliste und unter Umständen schon mal unübersichtlich. Aber ich bekomme hier dann eben die richtige Übersicht mit rein. Ich kann mir da auch eben die Ansicht einzeilig schalten, kann auch nur vollständig Lieferbare mir anzeigen lassen. Das heißt, hier würde ich eben nur die sehen, die jetzt aktuell lieferbar sind und dann könnte ich daraus eben die Lieferungen erzeugen. Gucken wir nochmal rein. Von hier aus könnte ich jetzt den Auftrag nochmal aufrufen, Auftrag bearbeiten. Aha, das kreative Sachbuch Frosch, das ist wohl die Position, die ich hier liefern soll. Jawohl. Und dann könnte ich jetzt hier eben die Lieferung gleich erstellen. Teilsammellieferschein. Erste Position kommt in den Lieferschein und das Ganze ist dann auch schon erledigt. Bei dieser Lieferung können wir uns vielleicht nochmal eine Variante anschauen. Ich nehme die Lieferung nochmal raus und mache nochmal eine Teillieferung zu diesem Auftrag. Denn, da bin ich jetzt gerade ein bisschen schnell drüber gegangen, hier gibt es immer auch noch die Möglichkeit zu bestimmen,
bei den Lagerbewegungen, aus welchem Lagerort möchte ich hier etwas abziehen? Das ist der bevorzugte Lagerort, aus dem abgezogen werden soll. Ich kann aber jetzt genauso auch sagen, wir nehmen nicht nur aus dem Hauptlager, sondern wir nehmen auch vielleicht 25 Stück aus dem Lager Nummer 2. Und jetzt würde Orgamax eben 25 aus dem Hauptlager und 25 aus dem Nebenlager entsprechend abbuchen. Können wir uns auch dann angucken, bestätigen das Ganze, gehen in den Artikel. In den Abschnitt Lager und können jetzt hier die Lagerbewegung uns genau anschauen. Hier sind 25 Stück aus dem Hauptlager entfernt worden und da 25 Stück aus dem Lager 2. Und dementsprechend, ja, habe ich diese ganzen Lagerbewegungen auch hier mit drin. Das gleiche passiert natürlich auf der Einkaufsseite genauso, wenn ich bei Bestellungen bin. Hier habe ich ja die Bestellung ausgelöst. Der Lieferant hat jetzt an uns eben gelagert. Nicht gelagert, sondern geliefert, selbstverständlich. Dann kann ich hier entweder die Komplettlieferung wählen, das heißt, ich markiere alles, was in der Bestellung drin steckt, als geliefert. Und genauso kann ich auch eine Teillieferung jetzt eintragen. Hier ist natürlich nur eine Position da, aber ich kann auch hier sagen, aus dieser Position von den bestellten 5 sind jetzt noch keine geliefert worden bisher, aber es sind jetzt zum Beispiel 2 eingetroffen, nicht 5, sondern 2. Das Ganze wird als Wareneingang gebucht. Auch hier wieder die Möglichkeit, genau zu sagen, wo soll es hier abgelegt werden. Bestätigen das Ganze. Naja, und dann haben wir jetzt hier die Teillieferung drin. Bestellt sind 5, bereits geliefert sind 2. Da ist die Lagerbewegung dazu. Und die kann ich hier bei den Bestellungen auch nochmal bearbeiten, wenn ich mich da jetzt vertan habe. Zum Beispiel, vielleicht sind doch 3 da oder das Datum möchte ich nochmal zurücksetzen oder ähnliches. Dann kann ich die Lagerbewegung hier nochmal im Nachhinein anpassen. Das sind die mehr oder weniger automatischen Lagerbuchungen, die passieren, wenn ich eben an einen Kunden etwas liefere, wird durch Erzeugung eines Lieferscheins sofort die Lagerbewegung ausgeführt. Hier bei den Bestellungen mache ich es im Prinzip über die Komplett- oder die Teillieferung und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, im Artikel eine manuelle Lagerbewegung zu erfassen. Wenn ich zum Beispiel umbuche von Lager 1 auf Lager 2, geht das über die Lagerbewegungen. Oder wenn ich ganz viel mal umlagere, zum Beispiel, kann ich auch in den Lagerbeständen hier die Schnellerfassung nutzen dafür. Hier ist es so, dass wir eben die Artikelnummer eingeben oder auch abscannen können. Haben die Position drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal die gleiche Artikelnummer hier reingebe, dann wird die Anzahl hier hochgezählt, hat man gerade gesehen. Und so kann ich eben relativ schnell hier alle Artikel reinbringen. Passe die entsprechenden Mengen hier an. Vielleicht haben wir da 10 und da nochmal 20. Und in dem Fall würde ich die jetzt einlagern. Möchte ich umbuchen, muss ich zunächst mal eine Umbuchung anklicken. Und das ist immer ganz wichtig. Zuerst wählen, was möchte ich tun und wie möchte ich umbuchen. Hier von Hauptlager auf Lager 2. 10 Stück hier zum Beispiel. Auch da vielleicht nochmal 10. Jetzt bestätigen wir das Ganze und damit haben wir jetzt Lagerbewegungen erzeugt, ohne dass wir hier viel Aufwand gehabt haben. In dem Sinne, dass wir jetzt eben diese Lagerbewegung auch beim Artikel uns anschauen können. Lagerbewegung, Schnellerfassung, Hauptlager 10 Stück raus, Lager 2 10 Stück rein. Das war eben die Geschichte über die Schnellerfassung. Und wenn ich möchte, kann ich mir diese Tabelle auch nochmal exportieren und mir eben alle Lagerbewegungen dann in eine Übersicht bringen. Die hier zu diesem Artikel erzeugt worden sind. Müssen wir gerade mal schauen, wo sind die? Hier ist die Liste. Na, da sind jetzt alle Lagerbewegungen drin. Und wenn ich die zu Auswertungszwecken benötige, dann kann ich die durchaus dafür verwenden. Und das war mal ein Überblick über, ja, den Gesamtablauf der Lagerbewirtschaftung. Wann werden Lagerbewegungen automatisch ausgelöst? Wann werden sie manuell ausgelöst? Und wie funktioniert das mit der Lieferliste und den Bestellvorschlägen?